Hey, Anita, die hat 22 Jahre Erfahrung Face Reading. Wieso sollte das bei mir jemand buchen, wenn der das bei dir buchen kann? Weil du kannst das ja viel besser, ne? Dann sind wir halt im Vergleichen-Modus. Und das ist ja das Geschenk von Face Reading, dass wir wirklich erkennen, wir sind alle verschieden und jeder hat unterschiedliche Stärken. Keine Stärke ist besser als die andere. Und ja, es gibt vielleicht Leute, die mögen lieber ein Face Reading bei mir buchen, weil ich so bin, wie ich bin. Und danach buchen sie vielleicht eins bei dir, weil du so bist, wie du bist, ne? Also. Ich merke auch, ne, Sophia, du sagst, die Videos, die gehen ja ein Stück viral oder die haben einfach eine große Reichweite, dass Face Reading für viele Menschen auch wirklich ein sehr zeitgemäßes Tool ist, ja. Wir leben natürlich in einer Gesellschaft, in der Aussehen mega die wichtige Rolle spielt. Es gibt Filter, aufgespritzte Lippen, so wie wirke ich auf andere? Jeder Achtjährige hat TikTok. Wie wirke ich auf andere? Wie sehen andere mich? Ist eine Frage, die, glaube ich, durch Social Media auch einfach mega relevant geworden ist. Und ich glaube auch, dass gleichzeitig ist auch die Frage nach, wer bin denn ich wirklich? Trends wie Spiritualität, persönliche Weiterentwicklung, Coaching, das ist ja was, wo sich mehr und mehr Leute auch dafür interessieren. Und ich glaube, das verbindet halt gerade diese beiden Dinge, ne? Wie sehe ich eigentlich aus und was ist in mir drin los?